Ich müsste als Redner kurzfristig ansprangen für meinen Kollegen Roy Reding, den ein Mann der Kommission ist, und der leider erkrankt ist an Haut, dürfen nicht kann das Wort ergreifen. Ich meine, heute diskutieren wir über die Reform vom Agrargesetz, die 7, und das handelt am Prinzip am Interesse von der Landwirtschaft, also Bauern, der Winzer, an der Gärtner sind. Mein Vierter hat das genug Heibannen schon damit nur gesagt, dass Landwirtschaft sich an einer ganz schwierigen Situation befindet, existenziell Schwierigkeiten hat. Zählt von unseren Betrieben, wenn wir 100 Jahre zurückgucken, noch nach bei 40.000, wir lang an den letzten 25 Jahren, von 1989 bis 2014, also 25 Jahre, hat zählt sich von 4.000 auf 2.000 Betriebe halbe Jahr. Und der Kollege Anze hat gerade gesagt, wie groß Bereitschaft es halt für Betriebe zu verholen, wie groß Successionen ist. Und da muss man wissen, wenn die Zölle weiter hochgeht, da geht auf der anderen Seite größt von den Betrieben automatisch an. Und wir kommen dann auch immer in eine Diskussion, was größt von den Betrieben überlangt. Keine andere Politik wie die von der Agrarpolitik ist an den letzten 50 Jahren von der europäischen Institutionen bestimmt gehen. Man bekannten Resultat. Von den 2000 Betrieben, die wir heute noch am Land tun, stellen, wie gesagt, ganz viel Leid hier Zukunft an froh, wenn sie weiterfahren. Viele stellen sich froh, sollen wir abhalten mit dem Betrieb, also sollen nicht die jungen Leute an einen anderen Sektor schaffen gehen, wo sie mehr Lebensqualität tun, mehr besser an Gesellschaft beihauen, und wollen sie dann hier das Land verpachten oder können verkaufen, oder die eine Alternative als, dass sie müssen massiv investieren und sich dann noch teilweise oder ganz massiv verschulden, ohne aber an eine sichere Zukunft, möchte eine ungewisse Zukunft müssen zu gehen. Es gibt am Blick keine nachhaltige Perspektive. Wie gesagt, Zukunft für die Landwirtschaft aus. Was für eine Landwirtschaft wollen wir? Echte Familienbetriebe, 93% von unseren Betrieben hier im Land, sind Familienbetriebe oder wollen wir mehr industrielle Betriebe? Ich meine, wir sind uns verbunden eins, dass wir ein Interesse daran haben, als Familienbetriebe zu unterstützen und nicht auf einen industriellen Betrieb überzugehen. Kit, dass wir wissen, dass die Familienbetriebe, wo es immer Männer gibt, dass die auch immer werden, mit groß gehen. Betriebe, wo der Bauer und seine Familie aber können davon leben und nicht just überleben. Und in das Leben verstehen wir Lebensqualität für ihn und seine Familie und nicht der Sklave vom Betrieb gehen. Unerkennung für sein Arbeit. Verpreise. Und dass du mit dem heutigen Tag so geschwärkt in Preise von der Milch, Preise von der Fleisch, wenn wir die Milchproduktion holen, wo der Bauer am Fond haut, innert dem Prix de Revient am Fond muss produzieren. Was für ein Betrieb, was für eine Gesellschaft, gibt über längere Zeit innert einen Prix de Revient finanzieren, man just Bauern, wenn sie eben den Idealismus haben, die Not zu ihrem Haft, zu ihrem Betrieb, die ganz Tag über Generationen an ihre Familien geschafft zu geben. Wir als ADR für ein paar Monate am Februar des Joer eine Motion rangehen, wo wir am Anfang gesagt haben, dass auch die Sanktionen, die man gegen Russland, Europa desideriert hat, dass die negativen Konsequenzen für als Bauernbetriebe, für allem, was den Milchproduktion überlangt, und dass man sollten als Europa darum denken, für die Sanktionen abzuheben, dass das Teil von der Regierung refusiert geht, für europäischem Plan an die Richtung zu drücken, mit den Konsequenzen, dass ein Haut als Betriebe viel darin zu leiden. Und auf der anderen Seite hat der Ferner Kartheiser auch den 22. Dezember 2015 ein parlamentarisch vorgestellt, die genau auch an dieselbe Richtung gegangen ist, weil man eben wissen, was das Konsequenzen für die Betriebe sind. Wann Politik Decisionen trifft,
wo die Sanktionen gegen das Land für Russland hält und dadurch negative Konsequenzen für die Landwirtschaft rausgemacht, dann muss die Politik auch bereit sein, aufgrund von ihrer politischen ersten Decision auch eine Decision zu holen, die den Ausgleich dann für die Bauern mit sich bringt. Und man muss dann aber auf der anderen Seite, und da das auch damit schon das Gott gehen, ein Umdenken bei dem Konsument bringen. Wenn als Leute gern an den Supermarkt gehen, am Milchstock kaufen, die keinen halben Euro kostet, wenn sie Supermarkt Reklame machen, da den Pulli kriegt von 2 Euro, dann muss ich noch wissen, wann ihn als Konsument die Produkte kauft und unterstützt, da kann ich nicht ein qualitativ hoch Produkt können verlangen, mit dann hilft den Massendeierenhaltung zu unterstützen. Und ich meine, wir sollten auch hier als Politik, und dass wir damit den Dachs genug auflängen, hier den nach Hause weisen, was die Leute müssen sich bewusst sein, wann sie ankaufen gehen. Wir müssen leider auch sagen, dass die Bauern zu unserem Wesen, zu unserer Landschaft gehören. Aber man muss den Leuten auch so, dann alle gut die Bürgermeister sind oder Bürgermeister waren, die wissen, wie dann als ein Dürfer ist, weil Leute einmal beikommen und dann sich abregen, dass der Bauer da ist, dass Möchter rausgefordert wird, dass Meiser rausgefordert wird, dass das Knast ist, dann ist das Altkehrs ein Skandal. Und trotzdem muss man auch dann den Leuten sagen, das gehört zu unserem Dorf, das gehört zu unserer Gesellschaft. Und wird ein Interesse drin, für erst drin zu gewinnen, an den Bauern hier Erbisch machen zu lassen, ein gut Erbisch machen zu lassen, für das wir auch können, auf der anderen Seite können ordentlich Produkte können. Kein Bauer als Frau, aufgrund von Subventionen, Subsidien zu überleben. Gerecht Preise für sein Erbisch, das ist das, was der Bauer gern hat, dass er von seiner Erbisch kann selber leben, eigenständig leben, ohne müssen, ob eine Hölle aufgebracht sein. Nicht nehmen, und das nicht nehmen, am Interesse vom Konsument, mit auch an seinem eigenen Interesse hat der Bauer das gern. Und dasselbe ist als auch von Haut, viel heute geschwärt geht als von Pestiziden, von chemischen Dingen, also für kein Bauer hat den Interesse drin, für als Umwelt zu vergiften, für das Wasser zu vergiften. Ich meine, das kein mehr mit der Natur verbunden wie ein Bauer. An immer Parteien hatten, mir alle gut oder die gering, die sich in der Umwelt bewusst und nicht nur über Jahrhunderten, waren die Bauern praktisch exklusiv, die als Umwelt, als Landschaft, als Natur geschafft haben, an denen sie erhalten haben. Keiner von ihnen will das, und ich meine nur an ihrem Interesse, weil es gibt eine Reihe von Krebskrankheiten, wo der Prozentsatz bei den Bauern am höchsten ist, und dürfen sie alle gut selber ein Interesse drin, für so Mann wie möglich mit Chemikalien und Pestiziden zu schaffen. Mit gibt aber immer mehr Reglementationen und Vorschriften für Bauernbetriebe, immer mehr administrativ Arbeiten. Kein anderen ökonomischer Sektor kriegt so viele Vorschriften gemäht und wird so kontrolliert, wie das an der Landwirtschaft der Fall ist. Umweltvorschriften. Es gibt keinen Beruf, der mehr mit der Natur, wie ich gesagt habe, verbunden ist. Die größten Naturschützer sind Landwirte. Und da kriegen Bauern immer mehr Auflagen. Wir haben auch da, nicht mehr spät wie gestern als ADR, eine Motion vorgelegt, die auch verworfen ist von der Majorität, wo man von gesagt hat, wenn wir ein Gesetz machen, wo wir eben Vorschriften machen, auch am Umweltbereich, da wäre es wichtig, dass man auch bei den Gesetzen, bei den Reglementen genau ein Fisch dabei hat, was das auch als Konsequenzen für die Betriebe hat, was das als Nachfolgekosten für die Betriebe hat. Und auch die Motion als gestern von der Majorität aufgelehnt gegeben. Viele Bauern sind enttäuscht über die Politik von dieser Regierung. Viele Bauern sagen, dass sie immer ein Landwirtschaftsminister hatte, mal lenke besser, mal lenke mehr schlecht. Mir war aber der Vertreter von hinten an der Regierung war, den ihr Interessen vertreten von den Bauern an der Regierung. Haut so ein Bauern, haut als der Landwirtschaftsminister echt der Maskottchen vom Umweltminister für Bauern zu schikanieren. Umweltbestimmungen kommen um laufenden Band. Immer mehr müssen Bauern darin zu leiden kriegen.
Die Reform, die wir heute diskutieren, hat ihr ganz lange weh und hat lange auf sich weitergelassen. Laut tritt das Gesetz in Kraft, rückwirkend auf 2014 bis 2020, wo man also schon 2 Jahre vor der Basisjuridik am Anfang kein Engagement mehr können. Da das dem Feld, an dem die Landwirtschaft sich am Blick befindet, an einem Avis von der Chambre de l'Agriculture, als das am Anfang treffend resümiert ging. La Chambre d'Agriculture estime que cette attitude passive du législateur par rapport au secteur agricole n'est pas admissible. Elle craint que ce retard ne soit que l'expression du manque d'engagement du gouvernement vis-à-vis du secteur agricole. En effet, la politique du gouvernement actuel ne semble plus considérer le secteur agricole comme un secteur important et économique, mais plutôt comme un secteur en déclin qu'il n'y a plus lieu de prioriser. Das ist die Meinung von der Landwirtschaft zu der Politik von dieser Regierung, was diesen Sektor anbelangt. Wir investieren hier bald 400 Millionen über all die Jahre an die Einzelbestimmungen, die an diesem Gesetz festlegen, sowohl für die Landwirtschaft, den Weinbau, die Gärtner bis bei den Bauernzüchter, die zu 75% vom Luxemburger Staat und 25% von der Europäischen Union finanziert zu gehen. Der Kollege Edi Mertens wird für Drunheim, der also ein großes Zum dahinter gestellt hat, hat versichert, das dann zu vergleichen mit dem Ausland, mit Rumänien und mit der Lorraine. Man, ich will dem Kollege Mertens, Herr Präsident, sagen, dass wir heute zu Luxemburg leben. Und nicht an Rumänien und noch nicht an der Lorraine. Und dass wir heute zu Luxemburg an alle Sektoren eine Preise haben, eine Kosten haben. Und dass noch die Gehälter hier ähnlich sind wie an anderen Sektoren. Und auch die Gehälter von den Doktoren sind sicherlich heute zu Luxemburg ähnlich wie an Rumänien. Auch das muss ich bedenken. Und wenn ich will vergleichen, dann muss ich alles vergleichen. Dann kann ich nicht einen Sektor auswählen. Und dann hinstellen, wenn den hier am Land mal Subsidien gibt, über Hive gehen, und an den anderen Ländern wird das nicht der Fall, dann muss ich das auch global hinstellen. Ein großer Punkt, der das den über die Prozeduren von Telefon überlegt. Wenn wir das wissen, dass an Zukunft müssen, dass das mehr Sicherheit mit sich bringt, dass es schwer wird, schwerfällig ist, schlecht equilibriertes System, schreibt Chambre l'Agriculture. Für alle Investitionen muss ein individuelles Dossier angeregt gehen, aber für alle Dossier separat Prozeduren für Selektion. Alle einzelnen Dossier wird einzeln behandelt, an einzelnen einem Punktesystem autorisiert oder nicht. Für das ein Betrieb aber funktioniert, muss es eine gesamtfunktionelle Unität sein. Wenn ihr einen Stall baut, da muss ich auch zu dem Stall Zettere können bauen. Es muss einen Stock haben, es muss ein Silo haben, es muss ein Scheuren für Hehe oder Streitze oder für Maschinen zu machen. Alles das muss zusammen harmonisieren. Das geht alles aber in einem Punktesystem, nur budgetären Prioritäten autorisiert oder auch nicht. Ein Teil von Projekt kann autorisiert gehen, ein Teil kann nicht projektiert. Das ist keine Politik, die einen Bauer encourageiert zu investieren, an viel Administrativprozeduren, an Ungewissheit als Resultat, an dürfen nicht mehr investiert gehen oder nicht Leute encouragieren, mehr zu investieren bei so einer komplizierten und unsicheren Prozedur. Nach kurz einem minutischen Wort zu dem konventionellen oder der Biolandwirtschaft richtig aus, dass man alle Interessen für die Biolandwirtschaft zu finanziell zu unterstützen, auf für die auch zu fördern. Wir dürfen nicht auf Kosten von der konventionellen Landwirtschaft gehen. Wir müssen wissen, dass wir Leute auch müssen umzählen, dann schon hat wir durchgesucht, wenn wir Mengen der Konsumenten ist billig verkaufen, dann ist es Zeit, bis wir haben, dass wir den Bio kauft. Dann müssen wir mal fertig kriegen, dass wir einen ordentlichen Preis für die konventionell bezahlen, bis wir ihn auf der Bio-Schiene hätten. Es muss also da auch ein Umdenken kommen. Und ich meine, der Kollege hat auch wieder gesagt, wenn man den TTIP, den wir hier im Parlament ja
politisch vergessen, ein bisschen drüber zu diskutieren, eh, pour cause, dann wissen wir, wenn die GIF an Kraft treten, dass das eine zusätzliche Belastung GIF für als Betrieb ergehen, und dafür hat mir nicht für nicht als ADR auch durch eine Motion angeregt, für das KD-Tipp Mist vom Parlament ratifiziert gehen, und dass das nicht nehmen darf auf europäischem Niveau. Mit da hat das Majorität bis Lob aber auch Rauten gewonnen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, an dem Gesetz sei gute Dengerei für positive Maßnahmen. Die Landwirtschaft fährt tot sicher auf Subsidien, mit gibt aber ein ganz Ritsch von negativen Texten und Bestimmungen an dem Gesetz sei, und dafür enthalten wir uns.